Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Birgit Internet zusammen mit dem lieben Paluten. Hallo. Ich fange direkt mit dem Wichtigsten an. Ab heute gibt es wieder Videos, allerdings vermutlich in Form von Vlogs und das auch nicht auf Birksman, sondern hier auf dem Kanal, weil mehr als zwei Tage keine Videos auf dem Kanal, das geht ja nicht, das geht auf keinen Fall. Ich wollte nur kurz sagen, so ein bisschen für diejenigen, die Twitter nicht verfolgt haben, was momentan los ist. Ich bin ja nach Köln gezogen und habe mit meinem eigentlich bestellten Internetanschluss unglaubliche Probleme gehabt in Form der Tatsache, dass ich das hier einfach nicht empfange. Es gibt ja einmal die Internetsachen über Kabel und einmal über die Telefonbox. Und Kabel geht bei Bergmann nicht. Dementsprechend musste ich jetzt zu Telekom wechseln, die sehr, sehr entgegenkommend war, was das Freischalten angeht. Im besten Fall hoffe ich, dass ich ab Samstag, spätestens Montag wieder Internet habe. Bis dahin sitze ich hier mit Palle und richte die Wohnung ein, die ich euch in den nächsten Videos auch nochmal so einigermaßen vorstellen werde. Gibt es eine kleine Roomtour vielleicht. Wo kommt denn das Jacuzzi? Der Jacuzzi, ne, bleibt unter uns. So. Auch die goldenen Armaturen im Badezimmer. Also wenn ihr Bock drauf habt auf eine Roomtour, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben irgendwie. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst eine Bewertung da und dann können wir ja mal gucken, ob Birgi mal hier ein bisschen MTV Cribs nachmacht. Ja, ansonsten habe ich leider wirklich beim Tag des Umzuges so gut wie gar nicht gefilmt, weil wir so viele Probleme hatten. Angefangen mit der Tatsache, dass wir mussten den Wagen anmieten. Und wollten uns eigentlich um 8 Uhr treffen in Hamburg, aber ich habe erstmal volle Kanne verpennt und musste dann los und dann gab es noch Probleme mit dem Zug und dann bin ich irgendwie erst, ich glaube, wir haben den Wagen dann um 9 oder um halb zehn abgeholt. Und dann war der Wagen wie so halb Schrott. Wir haben mega Probleme mit der Kupplung gehabt, es ging irgendwie nicht und dann ist uns der Wagen auf halber Strecke komplett abgeraucht. Abgesehen davon, dass wir allein beim Einladen ja schon mega viele Probleme hatten. Ne, bei dem Einladen war das größte Problem, glaube ich, das Wetter. Es war wirklich Sonnenschein, so ein bisschen draußen, ein bisschen bewölkt und dann wollten wir einladen und dann hat es schon richtig schön angefangen zu regnen. Das war erstmal so, danke lieber Wettergott, nochmal Daumen hoch für dich. Ey, das war echt richtig geil von dir. Ja, habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Es war genau immer sonnig, ne, wenn wir im Auto, auf der Autobahn, stimmt, mega sonnig. Aber sobald wir einladen oder auch als wir in Köln waren, ausladen wollten, hat es immer angefangen zu regnen. Das war irgendwie sehr, sehr eigenartig. Und auch direkt nur über uns. Da war immer so eine kleine Wolke. Genau. Wie bei der Truman Show, wo wir gerade erwähnen. Ja, aber es hätte dann noch alles geklappt. Im Endeffekt waren wir dann, glaube ich, um 19 Uhr hier, obwohl wir eigentlich Wohnungsübernahme musste ich ja auch noch machen um 15.30 Uhr. Aber das haben wir dann noch alles irgendwie hinbekommen. Und jetzt sind wir hier und... Da nochmal ein großes Dankeschön an Sturmwaffel. Genau. Ja, kann man im Endeffekt ja mal ruhig sagen, die Wohnungsübernahme konnte ich selbst nicht machen. Also habe ich Sturmwaffel angerufen und dann hat er die Wohnungsübergabe gemacht. Von daher vielen, vielen Dank, Sturmwaffel, dass du das gemacht hast. Und das ist eigentlich im Endeffekt so die Reise hierher gewesen. Dann haben wir noch bei Ikea ein paar Sachen gekauft, haben uns ein paar Mal mit Simon getroffen. Auch nochmal Grüße an dich an dieser Stelle. Simon hat mich unglaublich dabei unterstützt, die Telekom zu erreichen. Dafür natürlich großen, großen Dank. Und er hat uns nett zum Essen eingeladen. Das stimmt, das war wirklich sehr, sehr genau, war Piano und My Indigo. Das habt ihr vielleicht auch in seinen Vlogs gesehen. Und jetzt sitzen wir hier und gleich kommt Sturmwaffel und ich erwarte gerade noch einen Anruf von der Telekom, die mir dann hoffentlich sagen, dass das Internet zur Verfügung steht und dann, ich vermisse es wirklich. Ich meine, zwei Tage kein YouTube waren zwar ganz nett irgendwie, aber ich hätte mal vorproduzieren sollen vielleicht. Bei Palle hat es ja geklappt. Ja, bei mir müssten heute die letzten Videos online gegangen sein. Ich muss allerdings auch sagen, dadurch, dass ich auch so nicht wirklich ins Internet kann, habe ich schon so einen kleinen Tadda. Ich habe kaum Kommentare gelesen, weil ich immer nur geguckt habe, okay, sieht das alles gut aus? Wie viele Dislikes sind drauf? Habe ich irgendwas beim Schneiden verbauert? Aber das sah alles ganz gut aus. Man hat nichts irgendwie, keine zu laute Musik oder so, war alles tipptopp, hoffentlich. Ja. Ja, schaut auf jeden Fall mal bei Patrick vorbei. Der hat, wie gesagt, die ganze Woche noch seine Videos gemacht und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich dann in einem zweiten Video morgen wieder. Oder wenn das Internet heute wieder da ist, ja vielleicht sogar schon in Let's Play-Form. Und ansonsten tauchen wir sicherlich auch nochmal bei Simon in Vlogs auf oder vielleicht bei Freddy, wenn er nachher vorbeikommt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst wie gesagt eine Bewertung da. Und wenn ihr die Roomtour sehen wollt, dann schreibt gerne mal in die Kommentare. Bergi, mach mal MTV Cribs, dann mache ich das. Ich glaube, ich mache das auch so in MTV Cribs. Ja, das kriegst du hin. Das ist ganz fett, ey. Und ansonsten macht's gut. Seid euch auf jeden Fall bewusst, dass der Birksman noch lebt. Und den Katzen geht's übrigens auch gut. Der tigert auch gerade. Der tigert, ich möchte gerne zeigen jetzt. Wollen wir rüberschicken? Oh, mein Gott! Macht's gut, tschüss!